Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Hallo. Und diesmal wollen wir was ganz Besonderes. Der Sound. Surprise! Ja, willkommen bei Minecraft mal mit Sound. Das ist ja mal was ganz Nobles. Da muss man mal schnell das Spiel neu starten für. Also der Bug ist mir echt neu. Den hatte ich noch nie. Hat er schon öfters. Wollen wir später nochmal eine Farmtour machen, mal den Eisenbeacon fertig kriegen? Weil allzu viel ist das ja nicht, weil das ist ja nur noch die Ebene und dann die Dreier. Ja, können wir theoretisch mal machen. Vielleicht kriegen wir noch was Gold dann. Würde ich sagen, durchschossen aber wieder dann eine Höhle, ne? Ja. Okay, ich weiß aber noch hier dran. Mache ich hier schon mal die Ebene fertig für mich. Oh, okay, wenn ich baue ich mir hier die Ebene noch fertig, richte ich mir was ein und wenn da dann noch in der Folge Zeit ist, mache ich mal die Kohle auf. Dann haben wir auch genug für Fackeln und so weiter. Da könnte man Kohlebieten machen, ganz ehrlich. Kohlebieten, der nicht funktioniert. Bei Kohle kannst du irgendwie nicht nachvollziehen, dass es da kein Beacon gibt. Kohle ist einfach zu schnell farmbar. Ja gut. Kannst aber auch dann irgendwie abschwächen, sag ich mal. Okay. Stone Bricks. 1, 2. Jetzt gibt's zu lachen, Dosch baut nach baut ein Muster. Okay. Boah, sag mir mal was ich mir nachher zu essen machen kann. Chili con carne. Oh ne. Auf Chili habe ich gar keinen Bock. Okay. War nur eine Idee. Ich würde überlegen, ob ich mir vielleicht noch beim Kaufland eine Lasagne holen soll. Mit oder ohne Pferd? War ist aber schlecht. Meine Damen und Herren, wir haben heute einen Verlust zu vermelden. Am heutigen Tage um 14.35 Uhr ist der gute Humor von uns gegangen. Tut mir leid. Ey, der war ja echt verdammt scheiße. Weiß. Boah, ich muss aber mal mit. Gibt's nicht? Nö. Ich muss echt mal mit Street reden, dass ich nicht mal seinen Magics kriege. Da habe ich jetzt schon wieder was zum Bearbeiten. Da kommen wir mal eins höher. Ja, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, wenn ich dann mal, endlich mal an Matrix rankomme, wollte ich auch mal ein bisschen mehr die Videos bearbeiten. Was ist Matrix? Render- und Videobearbeitungsprogramm? Kenn ich nicht. Ist aber ziemlich gut. Damit rendern Tobi und Street, beziehungsweise hat Street gerendert. Sagen das bisher, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Alter, Zombies können immer die Klappe halten. Bisschen nervig. Ja. Keine Angst, du bist auch nervig. Will ich auch hoffen. Ansonsten habe ich meinen Job. Ansonsten habe ich meinen Job falsch gemacht. Bisschen. Ja. Okay, ich sag dir, so ist nix. Okay. Ups. Falscher Stein. Hier dann wieder 3. Level 30. Woo. Wow, geht's halt. Kann man hier die Tür hinmachen? Nennen wir mal eine Holzart. Akazien. Okay. Hey, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Dann pflanze ich mal die Akazie an für das Holz. Der Akaziensetzling.
Die brauchen ja zum Glück nur einen. Und Akazie hingesetzt und wachse und gedeihe, du Scheißteil. Nein! I won't die! I want life. Ja, ups. Fail. Ein bisschen. Okay. Haben wir hier irgendwo noch Steak rumliegen? Weizen war ja schon angeboten, ne? Mhm. Ach, hast du eigentlich mal den Raum angeschaut, den ich da gebaut habe? Ja, den habe ich im Video gesehen. Sieht ja schon geil aus jetzt hier, oder? Wir werden noch ein bisschen bearbeiten und dann bin ich zufrieden. Okay. Jo. Ich muss da nur den Schalter fürs Weizen umlegen, oder? Der Schalter ist dafür da, wenn du alle abernten willst. Dafür ist der linke Button da. Hier ist nur ein Button. Nein. Noch einen zweiten. Also links in der Wand. Hier ist kein Button. Du hast da auch letztens die Redstone-Ladung zerstört. Hab ich gesehen. Aber auch wieder repariert. Der war, wenn du vor der Auswahl stehst mit den vielen Knöpfen und Hebeln, ja, und dann nach links schaust, dann müsste ein Steinbutton an der Wand sein. Auf Stonebrick, den man überhaupt nicht sieht. Hier ist nix. Dann hast du den vielleicht zerstört. Ah, hier muss es dann sein. Also, ich habe jetzt ja hier hinter der Wand ist eine Western Torch. Da habe ich jetzt mal den Stein hingesetzt, ne? Okay. Okay. Und jetzt muss ich einfach nur den Schalter für Weizen umlegen und dann Go-Go gib ihm, oder? Ich komme mal kurz hoch, weil. Ja, es hat schon geklappt. Okay. Weil muss ich noch ein bisschen was machen. Wenn du den allgemeinen Schalter Button drückst für alle, dann wird es kurz ausgegeben und dann wieder eingezogen. Das ist der Plan eigentlich. Okay. Wenn du einzeln alles aberntest, dann wird es angemacht und dann, wenn du nochmal drauf drückst, ausgemacht. Hast du ja schon das letzte Mal gemerkt. Mhm. War es ziemlich kompliziert. Na, ich habe einfach gar nicht zugehört, ne? War mir klar. Alter, jetzt im Ernst, so Performance aufbringen, kann das doch nicht sein, dass ich das scheiß Seeds anpflanzen wirklich meine FPS runtersetzt von, ich bin auf 106, 73. Das kann doch nicht so schlimm sein. Von Seeds anpflanzen, ja. Lol. Das ist mir jetzt auch strange. Ja, jetzt im Ernst, willkommen bei Minecraft, Performance-Bombe schlechthin. So, fress ihr Scheißviecher, fress und galt euch in meinen Korn auf. Ihhh. Okay. Aha, ich bin gefangen. Aber weißt du, was das Krasse ist bei meinem Projekt? Was? Wenn ich das aufnehme, ich kann nur auf mittlerer, Was? Was ist? Warum hat es gepackt? Auf jeden Fall, ich kann nur auf mittlerer Grafik spielen, weil ansonsten fängt das Spiel an zu ruckeln. Also es sind an sich keine schlimmen Lags. Es ist einfach nur das Problem. Sie tauchen zu oft auf diese Frame Drops. Also okay. Sind das nicht nur nicht mehr so krass, es sind einfach so Frame Drops von 5 bis 10 FPS. Also von 60 runter auf 50 manchmal. Aber das merkst du dann halt in der Aufnahme, das ist das Problem. Hm. Okay, warum hat das gerade nicht funktioniert?
Ah. Das willst du gar nicht das wissen. Ja, will ich eigentlich echt nicht. Okay. Band hin. Ich hab noch ein bisschen Brot gemacht, ne? Beinkarten, ja. Alle auf höchster Stufe. Boah, ich hatte so einen scheiß Mückenstich. Oh. So ist das ätzend. Mhm. Sind bei dir eigentlich mittlerweile die Fliegen auch so scheiße penetrant? Bei mir geht's, in Barcelona war es richtig schlimm. Ja. Ich hab hier im Moment habe ich 4 Fliegen auf dem Bildschirm. What the fuck? Die sind schlimm hier. Deswegen funktioniert das nicht. Mein Gott. Warten. Die Explosion von dem Minecart sprengt einen Repeater weg. Und nachdem dann die Leitung unterbrochen wird, funktioniert der Glitch nicht mehr. Lol. Darauf musst du erstmal kommen. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, woran kann es liegen? Woran kann es liegen? Okay. Überprüfen. Wird alles mit Obsidian eingebaut. Hast du jetzt schon ein bisschen unten, ne? Hat er ja schon was geliefert. Ja, ein bisschen. Aber wir müssten echt mal den Server updaten. Weil wenn Wasser sich bewegt und du das aufhältst, ne, du bekommst so mega Frame Drops. Ja, ich meine, wenn wir jetzt den Server wechseln, können wir ja auch gleich updaten, ne? Ja. Nächster Versuch. So, ich hab's ja ein bisschen rumgetrüttelt. Es funktioniert! Nice. Also ich habe jetzt hier ein bisschen rumgetrüttelt, aber die erste Bude ist schon quasi fertig. Geil. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz mein Inventar entleeren und hole mir ein bisschen Kohleerz ran. Oder wie es, ich glaube das heißt auch auf Deutsch echt Kohleflütz. Ich meine, da kannst du auch nichts gegen sagen, ich meine, das ist die richtige Übersetzung, ne, aber... Ja. Klingt trotzdem nicht richtig. Das weg, das Obsidian weg. Okay. Kohle. Nee, ist einfach nur noch Steinkohle. Ich kann mich noch erinnern, dass es damals mal Kohleflöz hieß. Auch irgendwie Steinkohle klingt irgendwie bescheuert. Okay, ich baue dann jetzt mal kurz den Bunker auf. Oh man, das... Boah, erinnerst du dich noch damit, dass wir das erstmal das RET-Pack gezockt hatten? Ja. Da auf dem Server mit Tobi und so weiter. Und nicht mal, wo wir... sammeln schnell. Wo wir es erstmal so antesten wollten. Ja. Ja, ich will ja keine Sau mehr mit uns. Ja, pass auf, ich komme im nächsten Livestream mal vorbei. Hier hast du die Dierschwitzhacke, bau mal auf. Wollt ihr mich verarschen? Das war einfach so genial. War schon geil, muss ich sagen. Ja. Ich hab da so die Befürchtung, dass der Raum hier nicht ausreichen wird für die Kohle. LOL. Also das, was ich hier am Bauen bin, ne? Ey, brauchst du etwa ein Beacon aus Kohle? Nein. Wirklich? Wirklich. Brauchst du einen Kackhaufen aus Kohle? Nein, ich baue gerade hier das Gebäude, was ich gebaut habe, baue ich mit Steinkohle zu. Ist ja langweilig. Ich will die Seite aufmachen, das ist doch das Erz. So. Ich habe ja das in meinem Inventar 1, 2, 3, 4, 5, ca. 6 Stacks Steinkohle. Und 2 Stacks habe ich schon zugebaut. Na. Irgendwann muss ja mal hier die große Erfahrungsbombe kommen. Ich glaube, hiernach kann ich auch direkt meine ganze Rüstung einmal komplett verzaubern. Alter, hat es aber gestern mal so angefangen zu gewittern und alles. Mhm.
Ich hab's gesehen auf Twitter. Hier das ausgerastet. Ja, Rock am Ring wurde ja echt abgesagt. Also abgebrochen. Ja, für kurze Zeit aber nur. Mhm. Zum Glück eine Freundin von mir war da. Wäre die jetzt, hätte die nach Hause gehen müssen. Die hätte mir so die Ohren zugeheult. Das ist krass. Wäre krass gewesen. Ja, ein paar Freunde sind von mir auch da. Ich war ja echt am überlegen, ob ich mir auch dieses Jahr hingehen soll, aber. Ja. Wärst du bei mir in der Nähe gewesen? Warum? So ein bisschen. Ich wohne vielleicht 30 Minuten weg von Nürnberg. Oh. Hätte zwar sagen müssen. Hey Dominik, ich wohne 30 Minuten weg von Nürnberg. Ah, gut, super, danke für die Info. Bitte, bitte. Ich kann es ja auch noch schreiben. Keine Sorge, also alles, was ich jetzt an Informationen rausgebe, poste ich gleich mal auf Facebook, Twitter und editiere auch mal schnell die genaue Adresse mit Wegbeschreibung von Köln aus. Vom Kölner Hauptbahnhof mit Buslinien und alles Möglichen, wie man perfekt zu ihm nach Hause kommt. Wie ist mal deine Kreditkarte? Die Nummer? Sag ich dir nicht. Das wäre leider zu unsicher. Ach Quatsch. Also das würde ich ja jetzt schon asozial. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was Casey für ein Arschloch ist. Oh. So. Okay, der Raum passt doch. Ja, ich glaube, ich richtig Bock auf eine Lasagne. Ich glaube, ich gehe mir gleich mal eine Lasagne holen. Was? Nichts. Verkneifst ja jegliche Sprüche. Hä? Mach ich doch gar nicht. Na komm, bauen wir das auch noch hin. Okay. Ich fange mal an abzubauen. Ich bin bei 26 Leveln. Alles klar, alles mal mit Fortune 3 bearbeiten. Irgendwas sagt mir, du musst gleich mal kurz herkommen und eine Truhe bringen. Muss ich echt? Es wäre besser. Du weißt ja, wo ich bin, ne? Mhm. Ja, du brauchst auf jeden Fall, ich brauch auf jeden Fall eine Truhe. Komm, machen wir es mal so. Alter, was hier an Kohle rüberkommt. Nächster Bedrock weg. Sehr schön. Jeder hat so eine ganze Reihe? Ja, ich muss jetzt noch einen Bedrock wegmachen, dann bin ich fertig. Sehr schön, dann können wir auch bald Spinnen farmen. Ja. Haben wir unendlich Wolle, können wir Schafe töten. Die Schafe von uns waren eigentlich auch wirklich nur gedacht, dass sie irgendwann mit raufgehen. Vermutlich. Ja, ich glaube, so wirklich effektiv Wolle brauchen wir nie. Hast Danke. Du mich auch von unten zugebaut? Nein. Weil hier ein Obsidian über dem Spinnenspawner ist? Dominik! Ich kann das erklären. Wirklich? Ich bin halt davon ausgegangen, dass du keine Dia-Spitzhacke hast. Aha. So, leider hatte ich eine. Das ist jetzt so doof. Und zwar deine. Ach, meine? Ja. Oh ne, stimmt, ich hab dir in der letzten Aufnahme meiner geliehen. Das war doch hier die Crap mit Glück 2 und Effizienz 3 oder so, ne? Fortune 2 und Effizienz 4. 4 war es sogar?
Alter, so viel Kohle. Boah, leck mich am Arsch. Keine Lust mehr? Naja, ich bin jetzt gleich Level 30, kann verzaubern. Ja, auch schon. Ja, du willst Zombies töten, nicht durch Kohle aufbauen. Okay. Level 30. Well, fucked. So, mein halbes Inventar ist voll, ich baue noch jetzt mal die dritte Reihe ab. Ja komm, die Folge ist zwar vorbei, aber ich baue das ja noch zu Ende ab. Junge, 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 was für eine... Alter. Also ich glaube, Kohle haben wir jetzt mal ausgesorgt. Kann ich mir denken. Du, 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 du. Wollen wir dann in der nächsten Folge schon losgehen farmen? Weil farmen müssen wir auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, wenn wir nicht noch eine Farmtour machen, dann haben wir schon Eisenbeacon fertig. Brauchen wir nur noch den Beacon. Ja, und die Wither Skulls. Genau. Also ich bin Stufe 31. Das letzte Layer. Junge, 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 hier kommt echt was rüber. Ich würde aber sagen, wenn wir da gleich farmen gehen, bauen wir alles mit Zilktrap ab. Okay, müsste ich mir eine neue Hacke verzaubern. Wollen wir eine Enderchest mitnehmen? Können wir. Das glaube ich echt besser. Mhm. Boah, mal kurz an der Nase gerieben. Kumpel von mir hatte jetzt, war ich gestern noch kurz einkaufen. Komm nur an, ja, ich brauch noch was für morgens zum Grillen. Ihr grillt morgen? Ja. Was denn? Ich muss 5 Pakete Regenbogenforellen holen. Ich frag nur, wer kommt zu Besuch? Nix. Ja, niemand, nur meine Eltern und ich. Also in so einem Paket sind 3 Forellen drin. Und mein Inventar ist voll. Ist die Folge nicht gleich zu Ende? Die ist jetzt von. Seit 3 Minuten vorbei, wie hatte ich ja gesagt. Ich wollte noch die Kohlezelle aufbauen. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.